Es tut weh zu wissen, aber. Die letzte Folge. Die letzte Folge. The Tour. Tour. Genau. Hier. Mach ich noch ein Foto. Ja. Das letzte Bild für. Für die Galerie. Nee. Für den Mann. Für den Mann. Ach, für den Mann. Ja. Zurück nach Sogi Island. Touristen. Jetzt zurück nach Tiny Tyle Island, weil da haben wir noch das letzte Fragment vergessen. Stimmt, ja. Stimmt. Und noch rüber dann. Das ist so ein schönes Spiel. Beim ersten Mal durchspielen 6 Stunden gebraucht. Jetzt werden wir nicht Ja, wir haben gut 6 Stunden gebraucht. Wenn wir jetzt in die Statistiken gucken, vielleicht 4,5 Stunden. Ja. Gut, ne? Wir haben einfach voll vergessen, dass wir hinten noch eine kleine Mini haben. Ja, aber das hat man auch wirklich gesehen und da ist auf jeden Fall die letzte Schriftrolle. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal danach die Bilder abgeben. Ich würde erstmal zur Galerie gehen, um zu gucken. Dann vielleicht auch noch eine andere Insel müssen, aber dann nicht direkt schon, wenn wir nochmal zu den Fidschis müssen. Dann können wir da direkt schon die Schriftrollen abgeben. Ja, das wäre. Deswegen heißt jetzt erstmal noch zur Galerie. Das Vollrio abgeben gehen. Davon und wollen, genau. Aber es ist auch so ein tolles Spiel. Viele würden sagen, aber guck mal, 4K-Grafik, wer spielt denn sowas? Hat zwar vielleicht 1080p und 4K das Spiel und hat schöne visuelle Effekte, aber das bietet das Spiel schon. Aber es ist so ein spielerisches Spiel. Ja, macht einfach. Macht halt einfach Bock zu zweit. Meine zweite lustige Erfahrung, mein Spiel. Auch wenn es eigentlich für jemand allein ist, aber ich finde, allein hat man so nicht so das Feeling. Einfach zur Zeit, wenn man so ein bisschen quatscht und so und auch gemeinsam die Aufgaben macht. Feurio. Feurio. Tiefluft holen. Punkt, 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 Punkt. Feurio. Perfekt. Genau das wollte ich sehen. Bitte nimm dieses Geld als Belohnung. Dankeschön. Das ist schön. Ja. Die Frage ist, wo ist jetzt das Feuerrohr? Aber? Du machst nicht einfach nur Fotos, du hältst das, was du sagst. Danke für dieses Bild, lass uns das nächste planen. Bis zum letzten Atemzug. Der Taucher. Der Taucher, ja. Wollte ich gerade sagen. Gut, dann bis zum letzten Atemzug. Wo? Warte nochmal. In Santorin. Ja, die letzte Folge wird vielleicht noch ein bisschen langweilig zu sehen. Ja, aber es ist halt noch die letzten Sachen für die 100% genau. Und ist halt viel hin und her fahren, weil war man eigentlich in dem Laden schon mal drin? Oder konnte man da mittlerweile mal reingehen? Konnte man noch nicht rein. Cloud, obwohl der ist noch auf sein Schiff, ich glaube da nicht. Nein. Nee. Gut, dann auf Wiedersehen Santorin. Ich denke nicht, dass wir uns wiedersehen werden. Na, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Zurück nach Leisure Island. Also Leisure heißt das, glaube ich, ne? Kann durchaus sein. So. Hinrushen wieder. So, ja, wir haben ein Bild. Bis zum letzten Atemzug. Und das ist. Perfekt! Okay. Cringe Level auch schon mal erreicht. Gut, das nächste. Ein gutes Bild mit vollen Geheimnissen. Das nächste Bild ist. Ein Mann mit besonderem Geschmack. Der Eismann. Ja. Der mit seinen. Auf Hawaii.
Stimmt, was hatte der nochmal für Geschmäcker? Irgendwas. Salami Salami mit Pfeffer oder so, keine Ahnung. und Sind für komische Sachen. Bombe Lachspastete könnte ich auch nachschreiben. Lachspastete könnte. Nein, aber so ein Meeresgeschmack. Würde vielleicht noch gut schmecken. Und zurück. Zurück. Oh Mann. Und tschüss. Dann macht der Moonwalk kurz und dann. Eigentlich hätte man sich ja noch schön umziehen können, ne? Aber egal, oder? Nachschließend. Der Bauarbeiter. Das passt schon. Bäume reparieren. Mit Hammer alles kaputt machen, ne? Genau. Genau so ist es. Genau so ist es. Genau so. Nicht anders. So hier. Hast du dein Bild? Den Mann mit dem besonderen Geschmack. So. Schön. Hier da. Hier da in seinem Eiswagen. Und manchmal sehen Gesichter einfach so aus. Ja, stimmt. Das nächste Bild. Lesen macht schlau. Auf welcher Insel war das nochmal? Boah. Auch auf Hawaii. Auch auf Hawaii? Da saß doch der eine ja. An der Ecke und meint, da kann man sich ja doch noch umsehen. Vielleicht die Badehose, die hat man noch nicht so viel gesehen. Der eine an der Ecke, der ja dann da so saß und meinte so, ja, ich lese viel über diese Insel. Auf dem Liegestuhl. Ja, der hinterste. Ja, da. Da ist er, ja. Komm hier, ich bin da. Einen schönen Winkel nehmen. Mhm. Er ist es nicht. Auch Tourist. So. Dann noch was schnell. Ja. Warte, war das so? Ja. Nein, das war eine. Du musst erstmal das Hemd anziehen. Muss ich? Bevor du Badeschlüpferchen anziehen kannst. Da haben wir eigentlich die Brille. Da hatten die Brille schon die ganze Zeit auf. Die hatten wir schon die ganze Zeit auf. Das ist echt? Ich hoffe, dass man überhaupt mit der Badehose auf andere Inseln kann. Warte. Wieder was? Probieren geht über studieren. Genau. Los. Oh Mann. Das ist wirklich nicht. Ja, komm. Also, ist es warm, ja? Ist es warm? Und. Überall rundherum ist Wasser. Da möchte man doch auch gerne zwischendurch mal ins Wasser springen. Warum darf man nicht in Badehose? Unglaublich. Nature Island zurück. Den Dings haben wir jetzt schon. Über 4. Dann fehlen uns noch. Ich glaube, 4 müssten das dann jetzt noch sein. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 noch. Lesen macht schlau. So, das passt. Voll verpixelt. So, da erinnere ich mich morgen noch dran. Und das nächste Bild ist der Spieler. Ach, ah. Ja, das ist der Dreck. Ja, das ist sogar nett. Muss man gar nicht mal so weit. Der Dave, nee, Bob hieß der. Der Bob. Ein gut gebräunter Bob. Der Bob. Ja. Der Baumeister. Sind wir nicht mehr. Nicht mehr. Ich habe das perfekte Foto dazu. Der Spieler. Das ist ja perfekt. Oh, wer hätte es gedacht? Mit Goldkette. Ein Bild ist Wahrhaftigkeit als die Realität, denn das muss sich niemals ändern. Und das nächste Bild ist. Wer zuletzt lacht. Hm? Wer zuletzt lacht. Da bin ich jetzt komplett überfragt. Ich gerade auch. Warte mal. Ich bin
Bin gerade mal am Überlegen, wer zuletzt lag. Ist nur die Frage, warte mal, auf welcher Insel? Warte, da hatten wir die. Ich habe jetzt gedacht, der bei den Fidschis, der Opa, der dann gesagt hat, oh, meine Kinder. Hohoho. Ja. Das ist der Einzige, der mir da einfallen noch. Okay, ich guck mal. Tourist Land, ne, da fällt mir niemand ein. Hier. Wegen dem Regen vielleicht? Nein. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass wir den Hubschrauber-Typen noch brauchen. Ich könnte ja so lange schon mal hingehen. Wenn wir nach Aber da Norwegen. wir eh zu den Fidschis müssen, oder? Ich gehe jetzt mal kurz rein, mache ein Bild von denen. Währenddessen überlege ich noch. Ja. Wir brauchen den jetzt nicht. Ich bin für Dame. Ich bin vor der Arme. Doktor vielleicht auch noch? Weiß ich nicht. Könnte der vielleicht auch noch nützlich sein? Ich mach mal lieber ein Foto. Aha. Panama. Ach, hier kann ich keine Dings machen. Vielleicht der Polizist hier in dem Gebiet? Meinst du, wo kommt denn darauf? Der hatte doch auch irgendwas Lachendes an sich. Hatte der nicht irgendwie jetzt so. Haha, genau. Haha, bevor du noch vom Blitz getroffen wirst. Nee, der hat doch über irgendeinen Kollegen geredet. Stimmt, so war das. Echt? Der hat irgendwie, aber seine Kollegen haben ihn ausgelacht, Ach, weil wie. der die ganze Zeit im Regen stehen muss. Ah nee, weil der gesagt hat, ja irgendwann wird der So war Regen das. weggehen. Stimmt. Stimmt. Sicherheitsmann. Ja, man kann ihn fotografieren, den da oben kann ich ihn fotografieren tatsächlich. Dann ist es der Sicherheitsmann. Ja Ja. stimmt, der hat doch gesagt, ja, ich glaube, dass es irgendwann aufhört zu regnen, aber meine Kollegen lachen mich immer nur aus. Dann haben wir das auch gelöst. Yes. Ich dachte So. gerade erst, dass ich die Tür. Ja, ach ja, stimmt. Ich kann nicht die Tür nicht einrennen. Ich denke. Ja, Perfekt, perfekt. ja. Tja, wenn man liest, ne? Dann liest man halt Sachen, die man lesen sollte. Ja, und wenn man auch wenigstens versteht und nicht irgendwie dabei nuschelt oder ganz schnell redet und eigentlich gar nicht mitbekommt, was man vorliest. Trommelwirbel, ah, Ja, Fidschi. da müssen wir hin. Da, um die Schriftrollen abzugeben. Was uns aber noch fehlt, wer ist derjenige, der die Post noch braucht? Das Paket. Ja, das brauchen wir für unsere Dinger, oder nicht? Nee. Für die Rakete oder was? Nein, nein. Das Paket, was mit M anfängt und mit M endet. Wir müssen eine Person herausfinden. Ja. Das war doch das, was wir auf der Tiny Tiny Island gefunden Ja, haben. aber ich dachte, das brauchen wir für unsere Rakete einfach. Nein, das für die Rakete haben wir doch auf der anderen mit dem Octopus-Boss. Naja, aber wer weiß, vielleicht brauchen wir das ja noch. Nein, Oder das ist nein. ein Artefakt-Dingsbums. Nein, das war was anderes. Wir haben noch ein Paket bekommen. In dem Flugzeug. Da war ein Paket. Ja, ich weiß das ja noch. Ja, das hat aber. Ach, er ist der Pakettyp? Wie hättest du jetzt Ach so, gelesen? ja, weil der. Ja, weil. Hä? Ja, wir haben ihm das So, ich Paket dachte, das wäre die gebracht Schriftrolle, aber und nein. hat er. Überspringer, Ja, weil wir übersprungen. übersprungen haben, haben wir das jetzt nicht gelesen. Ja, ich dachte, der nimmt erstmal die Dings an. Wie gesagt, dachte ich, der will ich nur von den Dingen. Das Ding hier, Dann aber müssen wir nicht. uns aber auf jeden Fall auch keine Sorgen machen, Dann fehlt der jetzt noch. dass wir den Paket-Dude suchen müssen.
Na gut, dann haben wir das auch. Drei Sachen. Dann fehlt uns echt nur noch die Bilder für den Markt und die Bilder für das Museum. Auch für die Galerie. Dann haben wir eigentlich alles. Nicht nur eigentlich. Wenn wir auf die To-Do-List gucken. Ne, ist das schon das letzte Bild? Nein. Ganz links? Achso. Stimmt. Und wir müssen nochmal die Juwelen verkaufen gehen. Stimmt. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Ich denke mal für 260 oder was hatten wir? Sollten wir auch gut das Doppelte oder Dreifache wenn rausbekommen. Das wohl ist. Wenn, was denn? Vandalismus. Dann können wir ja direkt zu Tourist Island. Gehen. Ist eigentlich dumm. Warum? Weil wir eh später nur nochmal zu Tourist Island müssen. Wieso nochmal? Also, Moment. Ja, aber trotzdem. Ja, dann hätte man woanders einen Vandalismus-Typ machen können. Hätte man ja, direkt. Wir müssen eh so oder so hin und zurück, dann müssen wir nicht mehr da reingehen. Ja, dann hätte man nochmal die anderen Gebiete sehen können. Ja, sehe ich die anderen Gebiete aber noch mal sehen? Ja? Nein. Hätten sich aber unsere Abonnenten darauf gefreut. Die können dann einfach in andere Videos gehen. Die, da muss ich nicht hin. Das ist das Finale. Also doch, Vandalismus. Vandalismus, Junge. Wir müssen hochspringen und dann müssen wir da runterspringen nochmal. Das wäre aufwendig gewesen. So können wir jetzt einfach. Guck mal, aber hier hätten wir gar nicht erst hochspringen müssen. Wir hätten direkt, wenn wir auf der Insel sind, unten in das Haus reingehen können. Von der besten Seite zeigen. Immer. So. Doch, das war's jetzt. Ah, wir gehen gleich an die Telefonzelle und. Ah, erstmal die Diamanten an. Und dann an die Telefonzelle gehen, da stehen ja unsere Statistiken und dann wissen wir. Wie, ob wir alles haben oder sonst was. Und Vandalismus. Perfekt. Mit der besten Seite. Ja. Ja. Besser hätte das Foto nicht sein können. Nur manchmal sehen Gesichter einfach so aus. Gesichter? Okay. Ich hoffe, du wirst weiter in deinem Leben Fullgraph-fische Sachen machen. Geh mal auf die To-Do-List. Wie? Auf der anderen Seite die Foto. Dann ganz links To-Do-List. Haben wir noch irgendwas, was offen ist? Nö. Nö. Nö, jetzt eilst du. Ja, perfekt. Okay, dann gehen wir noch zur Telefon. Ah, oder erstmal. Gut auf maximal Money gehen, oder? Ja, bestimmt. 230 wollen wir verkaufen. Oder nee? Doch, 200. Warte. 240 Diamanten. Wir haben 240 Diamanten und der will nicht mehr als 230 bezahlen? Bezahlt zu 200? Du weißt, was passiert, wenn wir zu oft ja. zu Hochpreis machen. Dann will er uns erstmal nichts mehr verkaufen. Dieser Larry. Zu viel! 240 Diamanten. Diamanten? Sag mal, wo lebt der Junge? Also einen! Ja, Mark 281. Ey, aber ich würde niemals Diamanten für so wenig Geld verkaufen. Das ist so ein... Larry. Larry, Mann. Wofür eigentlich das Geld? Das ist so unnötig. Ja, höchstens, wenn man echt schlecht in den Arcade-Spielen ist. Telefonzelle. Stimmt. So, Spielzeit. Wie viel haben wir gemacht? 4 Stunden und 44 Minuten. Okay. Ja, wir. Kontakte. Wir haben mit 51 Personen geredet. Es steht da nicht die Prozentzahl. Kommt noch die Wegstrecke. 45.000 Meter. Ja. Aufhängen? Achso. Aufhängen?
Ja, entweder wir machen jetzt einfach, gehen zum Finale und geben das ab. Ah, dann sehen wir danach, ob uns noch was fehlt. Fehlt uns zumindest, ne? Ich meine, wir haben ja gerade noch nachgeguckt. Na, die To-Do-List haben wir auf jeden Fall fertig. Wir haben auch immer mit jedem geredet, deswegen Ja. sollte es gewesen sein. Hoffentlich. So, was Also, was passiert? heißt hoffentlich? Das ist ja nicht viel gewesen. Und Echt ich finde es deutlich. schade, dass es schon nach 9 Folgen zu Ende ist. Ja, also, jetzt ist schon. Da und rein da. Du hast ein Antigravi-Grafeinheit gefunden. Ich hörte, du hättest dann auch eine weitere Begegnung mit einem Wächter. Diese Wächter scheinen fast wie ein Test unserer Fähigkeiten und Ausdauer zu sein. Etwas, das die Monumentbauer hinterlassen haben, um uns herauszufordern. Haben wir ihren Test bestanden? Ich weiß es nicht, aber wir werden es herausfinden. Schnell, setz die Antigraf-Einheit in die Mittelkonsole ein. Es scheint, das Schiff kommt wieder Leben. Und ich fühle mich seit langem wieder richtig lebendig. Was für ein Abenteuer. Langsam macht alles einen Sinn, oder? Wir sind Touristen. Und dieses Schiff ist nur der Anfang unserer Reise. Ich kann nicht mehr warten. Setz dich hin und aktiviere die Konsole. Ja, Anfang der Reise. Ende des Spiels. Oder doch das Ende? Oh, Wird es Enzo Tourist 2 geben? Ich hoffe mal ja. ich hoffe auch. Tu du. Wir haben alles. Nice. Die Antriebssteuerung ist nun aktiviert. Das Schiff scheint unsere Erfahrung als ausreichend zu betrachten. Jetzt hör genau zu. Möchtest du mit dem Erforschen weitermachen oder sollen wir den Antrieb starten? Antrieb starten. Du möchtest den Antrieb starten? Bist du sicher? Ich denke, davon gibt es kein Zurück mehr. Ja, ich bin mir sicher. Okay, dann lass uns beenden, was wir hier angefangen haben. Diese Schaltfläche scheint das Ziel auszuwählen. To Tourist. rest. Tour YST? Haha. Boah, ich krieg grad ein bisschen die Tränen, ne? Warum? Weil die Flammen dir irgendwie in den Augen brennen, oder was? Nein, weil einfach so schön das Spiel schon wieder vorbei ist. Ja. Der arme Vandalismus. Junge. Alter. Der denkt sich, was ist hier los? Wohin geht deren nächstes Abenteuer? Der beiden Touristen. Ah. Eine Blockwelt. So muss es aussehen. Also hatten die früher in der älteren Zeit als unsere recht? Aber die haben doch immer gesagt, die Erde ist eine Scheibe und kein Viereck. Scheint. Wohin führt die Rakete anscheinend? Ich weiß ja wohin. In das Spiel The Tourist 2? Ich hoffe. Ich hoffe es aber auch. Ich hoffe, es kommt raus. Nintendo, wenn ihr das seht, bringt ein The Tourist 2 raus. Oder nicht nur Nintendo. Die Spieleentwickler von dem Spiel. Wollte gerade sagen, wer fällt.
Ja, ich denke, das ist jetzt der Abspann, ne? Deine Meinung zu dem Spiel? Ja, ich fand, das ist. Kann man ver. Oh, das. Nimm lieber, bevor ich das noch Bevor du den weg. Controller wegschmeißt. Ja, ich meine, es hatte sehr viel spaßige Elemente. Vor allem, wenn man es zu zweit spielt. Ich meine, alleine. Man kann es natürlich auch spielen, aber. Ich meine, das Schnacken nebenbei. Das gemeinsame Rätseln, zum Beispiel jetzt wegen den Bildern, so ja, was könnte es gewesen sein? Ich meine, okay, so unglaublich schwer war es jetzt nicht. Aber es hat ja Spaß gemacht. Es war halt, ja, Feurio! Folio. Ja gut, das haben wir aber auch nur gesehen, weil wir dann abgefahren sind und dann. Ja, aber es hat Bock gemacht, wirklich. Fazit, weitere Teile. Ja, das auf jeden Fall. Ich fand schade, dass es auch echt so schnell vorbei war. Aber einfach die Spielidee, die war echt grandios. Zwar ist es, kennt man schon, ja, geben und nehmen, komm, gib mir das und das und das, dann kommst du weiter. Aber es ist auch so gut umgesetzt. Klar, vielleicht für The Tourist 2 mehr Monumente mit mehr Rätseln, längere Rätsel vielleicht, und auch ein bisschen schwierigere. Aber im Ein für alle, also so im Gesamten, hat das Spiel so Spaß gemacht. Es war schön, es war auch manchmal lustige Momente. Und ja, die Idee hinter dem Spiel ist echt grandios. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Auch grafisch hat mir das Spiel echt gut gefallen. Jeden Fall. Das ist ein Prüfer. Und der Vandalismus, du. Sauer. Ja, aber Schade. das war's schon. Ich hätte echt nicht gedacht, dass die Reise so schnell durch das Projekt zu Ende geht. Ja, ich okay, wenn. Ne, wenn wir es noch gezahlt hätten, wäre wahrscheinlich total, keine Ahnung. Waren. Ja, 300 Stunden vielleicht. Irgendwie Ich meine, wir sagen standen ja noch ein bisschen ausgiebig herum. wir. Ja. Ja. Ja, und wir hatten halt den Vorteil, wir kannten die meisten Rätsel schon. Ja. Oh. Eigentlich alle Rätsel. Aber trotzdem, auch beim zweiten Mal durchspielen, ich würde. Ich hätte kein Problem, in einem halben Jahr das nochmal zu spielen. Aber dann mach mal den, Nochmal. Privat spielen. Ja, klar. Ein bisschen entspannter. Ja, oder einfach, keine Ahnung, so ein Stream oder so einen großen. Ja, oder so. Wo wir einfach uns ganz entspannt hinsetzen. Und ja. Ja, wo führt eure Reise hin? Haben die überhaupt was zu essen mitgenommen? Nö, die sind einfach los. Ich dachte Die waren richtig Vollrieber darauf, loszufliegen. alter Tourist. Rist? Das scheint unser Ziel zu sein. Was erwartet uns wohl? Dort. Und wo ist hier eigentlich die Toilette? Nun, ich denke, wir können jetzt nur noch abwarten, was die Zukunft für uns bereithält. Ein The Tourist 2? Hält es das für uns bereit? Hoffentlich, irgendwie hoffentlich. Wenn das ein Videospiel wäre, dann würde ich gerne wissen, wie der zweite Teil wohl aussieht. Ja, der alte Mann, der Tourist sagt es. Wir wollen einen zweiten Teil. Ja, wir wollen wissen, wie es Die haben es weitergeht. doch bestimmt schon geteasert. Das soll einfach damit sein. Die wollen uns Ah, triggern. ah, stellst du. Ah. Aua. Okay. Ja. Feuernis. Und da durch die Rakete ab. Dann wollen wir noch jetzt sehen, ob da auch 100% steht und dann, ja, kriege ich schon Gänsehaut beim Verabschieden. Thanks for playing the tool. Zum zweiten Mal. Von Shinjin. Und 100%. 100%. Ja, Ja. und somit, Was das leider. ich bedanke mich, dass ich Gast bei der Dreiste sein durfte. Ja, natürlich. Später, nicht nur Gast. Nicht nur Gast.
Ich meinte aber eigentlich auf deinem Kanal. Aber ich sage ja, ist doch über deine Konsole. Ja, über meine Konsole, aber. Ja, du pusht Ja, mich aber ja dann bin damit. ich ja Gast von dir. Ja, du bist aber auch Gast auf meinem Kanal. Ich werde aber auch. Ich bin aber auch, ja, Gast, okay? Touristen. Wir sind Touristen auf dem anderen Kanal, genau. Sind wir uns einig? Ja. Und ich So. hoffe, dass wir uns irgendwann nochmal zusammensetzen und ein weiteres Projekt zusammen aufnehmen. Und dass auch irgendwann Minecraft weitergeht. Ja, wenn Minecraft mal sich erbarmt, diese Fehler zu fixen, damit man wieder Crossplay spielen kann, dann ja. Dann geht das. Dann geht's. Und ich hoffe, dass wir wieder zusammensitzen, wenn es heißt, es kommt irgendwann The Tourist 2 raus. Natürlich. Und The Tourist 3 und einfach 20 Reihen davon. In so einem großen Bündel. Die machen einfach 2-3 Jahre Entwicklung und dann kriegt man, ja, hier habt ihr The Tourist 1 bis 20. Tut das eins bis zwei. Das wäre auf jeden Fall heftig. Auf jeden Sehr Fall. nice. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn ihr bis jetzt Auf jeden Fall, danke. bis zum Ende da wart. Wenn ihr die anderen Folgen verpasst habt, ich habe eine Playlist gemacht, der Dreise bestimmt auch. Ja, Playlist ist schon oben. Daumen muss auch auf jeden Titel sein. Natürlich Kommentare, wie hat es euch gefallen Ja, oder. vielleicht auch uns, dass wir uns für die nächsten Projekte verbessern könnten oder Ja. auch verschlechtern. Nein, es geht immer nur nach oben. Und was euch auch gefallen hat, es ist nicht immer nur das, ja, das und das war blöd. Es gibt auch mal das hat mir gefallen. Ja, euer Commentary oder ja, die zwischendurch mal die Witze und so. Einfach mal in die Kommentare. Dann Und sehen wir mit uns. damit bis zum nächsten Projekt. Genau. Bis Und denne. bis dann. Und ciao. Ciao.